dass die Gemeinde etwas bezahlt. Allerdings der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen sich zusammensetzen wird und darüber beraten wird, dass man einen eigenen Katastrophenfonds in Lieburg einrichtet, woraus sozusagen nachher dann Schäden für alle Lieburger bezahlt werden sollen. Wie das Ganze ausschaut, wird man dann in den nächsten Wochen, Monaten nachher dann sehen. Aber es ist darum gegangen, dass man gesagt hat, man sollte, wenn, dann alle Schäden abgelten im Anlassfall, wenn es was gibt. Das kann auch nur funktionieren, wenn wir dann das Frauenfonds dafür einrichten, wie der ausschauen wird und was da beinhalten wird. Das haben wir jetzt in der Kürze nicht feststellen können. Und zu den anderen Forderungen sind wir übereingekommen, dass man statt den 6,50 Euro dann 8 Euro bezahlen und statt dem 1 Euro im HQ 100 Bereich 1,27 Euro im HQ 30 Bereich statt 1,65 Euro 2,15 Euro und im HQ 10 Bereich statt 2,30 Euro 2,97 Euro. Das ist das Ergebnis der Besprechung dessen und dementsprechend sollte für den Antrag der Gemeinde möge beschließen, für die im Zuge der Errichtung des Hochwasser Rückhaltebeckens Diebuchbach, Lusenbach, abgelösende Grundstücksflächen mit 1,50 Euro zusätzlich zum gutachterlichen festgestellten Ablösepreis zu bezahlen und als Entschädigungszahlung als einmalige im HQ 10 Bereich 2,97 Euro, im HQ 30 Bereich 2,15 Euro, im HQ 100 Bereich 1,27 Euro. Diese Aufschläge gelten nur für Verträge, die von den Grundstückseigentümern bis zur wasserrechtlichen Verhandlung im 12.12. unterzeichnet werden. Nein, es fällt jetzt noch der Katastrophenfonds im Antrag. Das haben wir gesagt. Das haben wir gesagt, aber das muss im Antrag sein. Ja, das ist ein Katastrophenfonds. Das habe ich vorhin schon erwähnt, dass dieser Katastrophenfonds sozusagen mit allen Gemeinderäten beraten wird und dass man versucht, in Zukunft noch dann für alle Lieblocher einen Katastrophenfonds zur Verfügung zu haben. Das heißt, wenn nur ein Geld überflüssig ist, ist, dass man aus diesem Topf noch schnell heraus auch was bezahlen kann und natürlich auch jetzt für die Landwirte Schäden da sind. Wie groß dieser Fonds sein wird und welche Sätze das daraus bezahlt werden, das muss ja sozusagen auch da mit allen Gemeinderäten einmal beraten werden und wird sicherlich einmal einige Wochen, Monate dauern. Aber dass es sowas geben wird, das ist das Ergebnis. Ja, das ist im Antrag drin. Wenn Sie damit einverstanden sind. Kann man den jetzt nochmal vorlesen, den ganzen Antrag? Ja, das haben wir jetzt gesagt. Er hat das im Notiert und es wird im Antrag drin sein. Dass wir, so wie wir es besprochen haben, dass wir diesen Katastrophenfonds. Ja, dass wir die Schaffung eines Katastrophenfonds beraten werden. Und installieren werden. Es geht wirklich um Wichtiges, deshalb ist es auch wichtig, dass der Antrag wirklich gut formuliert ist und ausgesprochen wird, sodass man alle hören und verstehen. Ich hab den Katastrophenfonds und diesen Antrag jetzt gerade erklärt und erläutert, damit man versteht, worum es geht. Und das sollte auch für sich genügen. Das heißt, wenn Sie damit einverstanden sind, so bitte um eine Zeit dazu. Ich kann auch vorher, oder? Zeit, wir haben bis Donnerstag Zeit, darauf sich zu entscheiden. Richtig, ja. Das heißt bis morgen. Morgen sind die Termine immer geladen und bis dorthin muss das sozusagen unterschrieben werden. Wenn es nicht unterschrieben wird, dann ist dieser Antrag hinfällig, klarerweise. Aber ich nehme an, alle Grundstücksbesitzer werden nicht da sein. Ja. Also die werden scheinbar irgendwann verspätet das erfahren und da hat er vielleicht ein paar Minuten vor der Wasserrechtsverhandlung oder was Zeit, sich dort zu entscheiden oder was für ein Zeitpunkt ist das? Und wie kommt das jetzt auf bitte recht? Ja, die werden wohl morgen alle kontaktiert, nehme ich an. Nein, die haben ja alle Einladungen erhalten. Morgen sind die 20er, 15 oder 20 Termine ausgeschrieben. Jeder Grundeigentümer, der noch nicht unterzeichnet hat, wird geladen oder ist geladen worden, schon vor einer Woche oder vor zwei Wochen sowas. Und dort wird das Angebot auch unterschreibt. Und wer unterschreibt, das heißt, das müssten dann
vielleicht unterschreiben. Wenn es nicht unterschrieben wird, dann gibt es Angebot. Was ist da? Da gibt es Angebot nicht. Für was ist da? Ja, dann stellen wir einen Ausweichantrag machen. Oder? Darf ich noch etwas ganz kurz, bevor wir zur Abstimmung kommen, da sicher nicht lang, nachdem wir jetzt sehr lange über das Ganze geredet haben, würde ich bitten, dass der Martin nochmal dazu Möglichkeit hat, ein Statement abzugeben. Das würde meine Bitte sein, dass er die Möglichkeit hat. Das ist in Ordnung, bitte sehr zustimmen. Martin, bitte. Mir kommt jetzt, ich würde vorher überraschen, unser Kernthema, dass wir die Entschädigung im Anlassfall haben, sehe ich jetzt nicht dafür. Die Hoffnung auf eine Katastrophenfonds, wo keiner weiß, was drinnen ist, das ist ein Lotteriespiel für mich, ich weiß es nicht. Ob der irgendwann einmal kommen wird oder zu welchen Bedingungen, ob wir da irgendwann vielleicht eine Leistung daraus erhalten könnten. Das wird ganz lieb, ob das jetzt nicht ausgeht. Ja, aber es ist nicht definiert. Man hat nicht definiert, was da abgegolten werden könnte. Das geht in der Kürze ja, aber ich weiß nicht, wie wir uns betroffen haben. Die Sitzer in der Kürze entscheidend treffen zu die das Problem ist, es kommt mir eine Erpressungsgenau. Entschuldigung. Ja, das muss man, die Ausdrucksweise ist ordentlich. Nein, das ist uns eigentlich jetzt seit 20 Jahren, das ist ein problematisch. Ja, wir haben sofort in der Kürze. Ihr seid ja vor einem jetzt gekommen und habt gesagt, ihr habt sehr viel Forderungen. Und dass das jetzt in dieser Kürze nicht geht und dass die Wasserverhandlung sicher nicht. Es geht jetzt nur um die Kürze oder um die Dauer, wo das Angebot steht. Die Dauer, wo das geht, im Übrigen Zeit haben zum Überlegen, zu durchdenken, ob es jetzt einverstanden ist oder nicht. Warte, was sagst du zum Angebot? Ich würde es jetzt nicht für andere bewerten, das kann ich nicht sagen. Für dich? Für mich selber ist. Es ist die große Unbekannte, was ist der Katastrophenfonds? Ja, für uns alle. Das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht abschätzen. Und die Dringlichkeit vom 12.12. um 9 Uhr da Unterschrift leisten zu müssen. Kann man da eine Nachfrist geben? Dass man das die eine Woche nachbringen kann? Ja, okay, das muss ja daheim diskutiert werden in der Familie und ich traue auch nicht, wir haben da ja oder nein zu sagen. Ich kann auch jetzt in dem Zeitpunkt gar nicht sagen, ob das für uns akzeptabel ist. Ich weiß nicht. Das ist, damit ist das aber auch. Das ist leider. Okay, ja, zumindest wir werden auf jeden Fall diesen Beschluss jetzt fassen. Wir sind da eingekommen, dass das so ist. Und danke, Martin. Wenn nicht so ist, bleibt es jetzt so, wie ja, es ist. Ja, ich kann es nicht anders, weil die Wasserrechtsverhandlung findet am Donnerstag statt, am 12.12. Und damit ist alles gesagt. Das heißt, was jetzt der Dr. Kent nachher dann mit der Wasserrechtsverhandlung nachher dann aussagen wird, wie weiter verhandelt werden soll, das ist eine andere Sache. So kann man dann eh noch drüber reden. Bitte. Die Frage ist jetzt für mich jetzt. Aber die Frage, was ist, wenn am 12.12. da keine Einigung entsteht? Ja, dann ist es hingelegt. Das heißt, wie machen wir dann weiter? Ja, da gibt es einen zweiten Antrag, den ich auch dann noch stelle. Müssen wir mal über diesen Antrag abstimmen. Was ist der zweite Antrag? Jetzt haben wir jetzt d'accord, stimmen wir zu diesem Antrag ab, wo wir das sind alle jetzt damit einverstanden. Was ist der zweite Antrag? Was für ein zweiter Antrag jetzt? Ja, ich habe noch einen Antrag. Was ist das? Aber das hat jetzt ja, dann möchte ich den Antrag zuerst hören. Dann ist das der letzte Antrag, wenn es einen Zusatzantrag stellt. Es gibt keine Zusatzanträge. Jetzt stellen wir diesen Antrag. Ich habe gesagt, ich setze dafür. Wenn du nachher noch einen Antrag stellst, dann stimme ich überhaupt nicht zu. Dann, bitte reden wir offen jetzt nur. Ja, was war das? Da geht es darum, wenn dieser Antrag nicht greift, dann ist selbst unser Antrag, den wir stellen werden mit den 8 Euro und mit anderen Konditionen, machen dann greift man dann klarerweise. Das ist okay, weil wir sagen, nein, ich für die unterschreiben, die nicht unterschreiben, die einfach nicht. Also wenn dieser Antrag nicht für alle gibt,
Der hilft ja alle, derweise, entschuldige. Stefan Gottolle hat mich beschissen und hat gesagt, das sagen wir vor. Du hast aber nichts von diesem zweiten Wir müssen ja was festlegen. Ja, das hat sie ausgemacht. Das hat sie ja ausgemacht. Aber zum zweiten Antrag hast du, wenn er in der Fraktion besprechen, sicher den Dann mach die zeitliche Begrenzung bis Jahresende. Eine Woche. Das geht nicht. Ich muss bis zur Wasserrechtsverhandlung muss ich es abgeschlossen haben. Ich muss dem noch dann eine Entscheidung übergeben können, was Sache ist. Wir haben die Wasserrechtsverhandlung und dort muss ich Ergebnisse nachher dann hinlegen. Ich muss sagen, das ist die Sache. Aber wenn es keine Unterschriften dann habe ich keine Unterschrift, kann ich auch nichts machen nachher danach. Weil ich bin ja nicht verantwortlich dafür, dass ihr im letzten Augenblick jetzt uns oder die Grundeigentümer im letzten Augenblick jetzt eine Verhandlung nachher danach. Die Wasserrechtsverhandlung, die steht. Das hätte schon vor 10 Jahren schon verhandelt werden. Jetzt sagst du, dass die Grundeigentümer schuld sind. Der Zeitpunkt ist das, bitte, entschuldige, für den Zeitpunkt bin ich nicht verantwortlich. Du hast selber gesagt, dass der Dr. Krenk gesagt hat, wenn eine Einigkeit da ist, dann räumt er auch eine Frist ein. Ich bin auch kein Hellseher. Das heißt, Das Angebot gilt gemäß einer Fristengewährung durch den Verhandlungsleiter Dr. Kain für eine Woche bis zur nächsten Gemeinderatssitzung. Und es wird in der nächsten Gemeinderatssitzung über die Einrichtung eines Katastrophenfonds für die Entschädigung im Andersfall befunden, beziehungsweise es wird die Einrichtung und die detaillierte Ausgestaltung formuliert. Gut, die Inhalte des Antrags habt ihr gehört. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, einstimmig. Gut. Ich ziehe den Tagesordnungspunkt 3, bitte ich um Verlegung auf die nächste Sitzung. Ich glaube, das wäre. Ich sage auf die nächste Gemeinderatssitzung. Ich glaube, das hat bis nächste Sitzung. Wenn ihr damit einverstanden seid, dann bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke. Ich schließe die Sitzung um 23:46 Uhr.